Frau Jakob stellt vor. Ja, liebe Zuhörer am Radio, ein herzliches Willkommen an diesem Adventssonntag. Eigentlich war alles ganz anders geplant. Eigentlich wollte ich die Künstlerin, die ich heute interviewe, im Rathaus in Rüthen treffen. Aber dann wurde das Konzert leider abgesagt und wir haben uns die neuen technischen Medien zu Hilfe genommen und haben unser Schwätzchen trotzdem für Sie aufgezeichnet. Die Qualität ist dadurch natürlich nicht ganz so studiotauglich wie sonst gewohnt, aber lassen Sie sich drauf ein, es wird ein interessantes Interview. Ich habe heute eine Dame eingeladen, die, wie ich finde, sehr gut in die Adventszeit passt. Denn wie kann man sich das Warten auf Weihnachten verschönern? Am besten mit allerfeinster Musik und mit Schokolade. Und aus diesem Grund habe ich mich heute verabredet mit Christina Rommel. Herzlich willkommen. Hallihallo. Und wir werden mal eine Stunde etwas über dich erzählen und berichten, was du so tust und wer du so bist. Ach, das freut mich. Christina Rommel, schön, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Ja, wie soll ich sagen, Anja? Im Moment haben wir Künstler wieder mehr Zeit. Es ist Lockdown oder zumindest werden gerade viele Veranstaltungen wieder abgesagt. Und deswegen habe ich leider im Moment viel Zeit, aber für Interviews, auf Interviews freue ich mich natürlich genauso wie auf jedes Konzert. Und wir freuen uns einfach, dass wir weiter sichtbar sein können als Künstler. Und wenn es nur in Anführungsstrichen im Radio ist, aber das ist genauso wichtig. Und vielen, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute plaudern können. Toll, dass du diese technische Möglichkeit bereitstellst. Eigentlich können wir unseren Zuhörern ja mal erzählen, wollten wir uns in echt treffen, und zwar in Rüthen im alten Rathaus, hatte ich mir überlegt, da du ja ein Konzert geplant hattest im November. Ja. Genau, aber schön, dass wir es jetzt auf diese Weise herzaubern. Ja. Normalerweise stelle ich Menschen vor, die so aus unserer Region kommen und die ich für toll befinde und für vorstellenswert. Wo kommst du her, Christina? Ja, im Herzen bin ich natürlich aus eurer Region, glaube ich, zumindest wenn es um Schokolade geht. Aber ansonsten komme ich aus Thüringen. Wir sind aber seit vielen, vielen Jahren bundesweit oder eigentlich sogar weltweit unterwegs und freuen uns einfach, dass wir mit unseren Schokoladenkonzerten eine Nische gefunden haben, wo wir immer wieder auch ein Geheimtipp sind oder meistens an Orten zu Gast sind, wo sich das so von Mund-zu-Mund-Propaganda auch immer wieder weiter transportiert. Und die Musiker kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, aber die Schokolade, die kommt aus Lippstadt. Und von daher, wie gesagt, mein Herz schlägt für Schokolade. Für unsere Region, wunderschön. Deswegen, das hast du toll erklärt. Ja, okay, das ist schön. Klasse. Ich habe ein bisschen über dich gelesen und mich schlau gemacht, habe gelesen, du hast mit 12 schon deinen ersten Song geschrieben. Mhm. Und dann in einer Mädchenband angefangen. Und wie ging es dann weiter? Ja, also rückblickend ist es natürlich schon so, dass es wirklich verrückt war, was ich eigentlich schon als Teenagerin sozusagen für Songs geschrieben habe und dann auch meine erste Mädchenband gegründet habe. Und wir haben wirklich zu jedem Schulfest und zu jedem Anlass gespielt bei uns zu Hause und waren so der... Auch in meiner Schule gab es gar keine anderen Musiker in dem Sinne, dass sie eigene Songs geschrieben haben. Und und deswegen waren wir wirklich in der ganzen Gegend auch wenn Musik gebraucht wurde, dann wurde Christina Rommel gefragt. Und und so entwickelte sich das eigentlich. Ich habe dann irgendwann mein Abitur gemacht und die Frage stellte sich natürlich, möchte ich jetzt Musik machen oder und auch studieren? Möchte ich das zum Beruf machen? Damals habe ich aber noch so, war ich der Meinung, dass ich gesagt habe, also Musik ist so eine Sache, die für mich immer so eine Insel ist. Immer wenn es mir schlecht geht oder wenn irgendwie die Dinge nicht so laufen im Leben, dann habe ich mich immer in die Musik zurückgezogen. Mhm. Dann habe ich immer für mich die Musik als
ja, als das Schöne empfunden. Und ich wollte es mir einfach nicht durch den Existenzdruck auch kaputt machen lassen. Und, das heißt, du hast dann erstmal noch eine, wie die Eltern immer sagen, was Anständiges gelernt, eine Ausbildung gemacht nach deinem Abitur, oder? Genau, genau. Ich habe Sozialwesen studiert und war dann auch in einer Krankenkasse im Vertragsbereich untergekommen und habe dort alles in Richtung Pflege, in Richtung medizinischer Dienst und soziale Komponente sozusagen der gesetzlichen Krankenkasse erkundschaftet im sozialen Dienst, in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen. Also überall war ich da auch im Praktikum gewesen und habe da die gesetzlichen Grundlagen aufgesaugt, habe mit der Kassenärztlichen Vereinigung Verträge für Disease Management Programme ausgehandelt. Also es war wirklich auch eine Zeit, die mich gefordert und auch sehr erfüllt hat, muss ich sagen. Aber es war dann trotzdem, als ich mit dem Studium fertig war, für mich die Frage, so, jetzt hast du aber auch schon, oder ich hatte parallel trotzdem weiter Konzerte gespielt, hatte sogar Fernseh gemacht, ich hatte so ein paar erste, ja, wie soll ich sagen, ja, erste Versuche sozusagen im Fernsehen gestartet, ja, und dann kam das Fernsehangebot und ich habe dann gesagt, okay, ich hab jetzt das, was meine Eltern wollen, in der Tasche, hab jetzt die Möglichkeit, das zu machen, was mir schon immer Spaß gemacht hat. Und durch das Fernsehen hatte ich dann auch erstmal und die doch langfristigen Verträge auch nicht so den großen Druck mehr. Das war aber am Ende dann tatsächlich der Startschuss für mich und für die Musik, wo ich dann auch gemerkt habe, wenn man Musik so nebenher macht, also zu einem Job dazu, ist das ein völlig anderes Gefühl. Und du fängst erst an, dich als Musikerin zu fühlen, wenn du davon leben kannst. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch. Aber du bist Musikerin, das kann man ja nur wirklich sagen. Ja, ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle mal eben in den ersten Song, den du mitgebracht hast, rein. Ach, gerne. Damit sich unsere Zuhörer mal ein bisschen noch ein Bild von dir machen können. Und dann gehen wir gleich auf diese Geschichte noch mal weiter ein. Verabredet. Sie hat eben schon ganz spannend erzählt, wie sie so zur Musik gekommen ist. Eigentlich war die Musik ja schon immer da. Ja, und, eigentlich schon. Christina, du machst, wie nennst du das, was wir gerade gehört haben? Deutschrock, Alternative oder wie würdest du dich selber beschreiben? Ja, ich glaube, das ist für die, für einen Menschen als Künstler immer eine ganz schwierige Frage, sich in irgendeine Schublade einordnen zu müssen. P. Werner hat mal gesagt, ich bin keine Schublade, ich bin die ganze Kommode und das fand ich eigentlich total schön. Ja, toll. Das ist so. Du hast Tage, da hast du den Blues, da hast du wirklich, oder bist mal wütend, da willst du einfach auch, da klingt deine Musik, die du vielleicht an diesem Tag schreibst, einfach anders als für die Schublade, wo dich die Musikindustrie gerne dann sieht. Und deswegen, ich denke schon, wir haben ein sehr facettenreiches Live-Programm und das schätzen unsere Fans. Also wir sind, wenn wir an Schubladen denken müssen und Platten veröffentlichen, im Bereich deutscher Rock-Pop-Musik unterwegs. Und wir arbeiten gerade an neuem Material, wo wir einfach so ein bisschen auch den Mainstream verlassen wollen und ein bisschen alternativer uns aufstellen wollen. Ja, und wie gesagt, Musik finde ich am spannendsten, wenn sie facettenreich ist. Und ja, ich glaube, das mögen auch unsere Fans.
Ja, ich selber habe dich auch schon mal gesehen und auch, wie du gerade beschrieben hast, in ganz verschiedener Besetzung. Das war eine war ganz akustisch mit kleinstem Besteck. Lippstadt seid ihr gewesen, in der Jakobikirche sogar mit Streichern. Also es war wirklich eine ganz tolle Sache. Und obwohl es zweimal Christina Rommel war, war es doch ein ganz anderes Erlebnis nochmal durch die andere Besetzung. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, da kann man ganz viel experimentieren. Ne? Ja, definitiv. Und jede Besetzung hat auch so seinen Reiz. Und gerade in der Kirche mit Streichern bekommt die Musik nochmal eine ganz andere Seidigkeit, Eleganz. Und das war toll. Und wenn du an Rüthen das Rathaus denkst, ein kleiner Raum, eher Club-Atmosphäre, sage ich jetzt Absolut mal. Absolut private. Ja, und dann hatten wir auch weiter am Programm gearbeitet und beispielsweise die Udu auch mit eingesetzt, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten auch Instrumente aus den Kakao-Anbaugebieten mit dabei haben, um einfach auch ein bisschen noch die Welt zu öffnen über den Geschmack, über den Genuss und einfach auch ein bisschen anders auch an Arrangements ranzugehen. Und ich finde, die Udu hat dem Song einfach auch nochmal so eine neue Tiefe gegeben und das ist eben genau das Schöne am Experimentieren und an Live-Musik, wenn du einfach Musiker an deiner Seite hast, die einfach auch fühlen, was du fühlst. Und deswegen ist es wirklich für mich die pure Erfüllung, mit Musik unterwegs sein zu dürfen und genau diese Energie, jetzt wenn ich auch davon erzähle, und das ist genau das, was mich umtreibt. Diese Energie genau über diese Leitung jetzt ins Auto, in die Küche, ins Wohnzimmer zu schicken. Okay, hauen wir mal wieder eine Scheibe rein. Viele Menschen versuchen auch dann wahrscheinlich irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und das Besondere bei dir an deiner Musik, Christina Rommel, ist irgendwie, dass du das mit so richtig geiler Schokolade kombinierst. Ich habe gelesen, du bist die Managerin der Band. Bist du auf diese Idee gekommen oder wie kommt man auf sowas Geiles? Ja, also ich glaube, ich habe mich immer wieder gefragt, als ich mich dann irgendwann fürs Musikmachen auch entschieden habe, was macht mich glücklich? Womit geht es mir gut? Und so fing es eigentlich an, dass ich mich ganz am Anfang gefragt habe, du wirst mit der Musik wohl nicht reich werden. Also der große Managementvertrag oder den großen Plattenvertrag hatte ich am Anfang schon ausgeschlagen, weil wenn man nicht ganz dumm ist, unterschreibt man den nicht unbedingt, sagen wir mal so. Mhm. Und also wer des Lesens kundig ist und dann nicht von irgendwelchen Gefühlen überrollt wird, also kann man eigentlich, wie gesagt, als Künstler nicht guten Gewissens einen Plattenvertrag unterschreiben, es sei denn, man hat wirklich großes Vertrauen in den Partner, wo man den Vertrag unterschreibt. Aber das hatte ich nicht. Und da habe ich mir dann einfach so ein paar Fragen gestellt. Ja, was macht mich glücklich? Und es war nie das Geld gewesen, sage ich jetzt mal. Ich war mir bewusst, dass es immer ein Knochenjob sein wird, auch die Reiserei und der ganze Aufwand rundherum, ein Konzert auf die Beine zu stellen. Aber ich habe gesagt, ich möchte glücklich sein. Und ich habe dann überlegt, was waren für dich so die schönsten Konzerte, die du jemals gespielt hast? Und das waren eben nicht die Stadtfeste und das waren nicht die Autohauseröffnungen und auch nicht die Tagungen oder solche Dinge. Und es waren individuelle Orte, es waren meistens auch individuelle Menschen, die da an diesen Orten waren. Und das hat mich fasziniert. Und deswegen hatte ich die besondere Ortetour geschaffen. Ja. Und die besondere Ortetour brachte mich auf einmal in Schlösser, Burgen, kleine Vereine, die sich ganz rührig um Industriedenkmäler kümmern.
Wir haben tolle Gespräche, ich habe tolle Gespräche geführt und irgendwann kam ich wieder an den Punkt, wo dann wieder eine neue Platte erschien und es gab einen Song auf der Platte, der hieß Schokolade und der so ganz verrückte Dinge Schokolade. Verursacht hat sozusagen. Die Männer, die die CD gekauft haben für ihre Frauen, weil die gern Schokolade essen, auf einmal kamen Schokoladenfirmen auf mich zu, die gesagt haben, oh, würdest du denn dein Mikrofonständer pink streichen oder lila oder wie auch immer und für uns da was machen und so weiter. Ja, und da habe ich wirklich dann gesagt, ja, also grundsätzlich könnte ich mir auch vorstellen, mit Schokolade unterwegs zu sein. Ja, das war da so eine Spinner, die Idee. Und ich habe dann angefangen, zu unseren Konzerten eben leckere Schokolade zu verteilen. Ja, aber es war tatsächlich so gewesen, dass ich dann auch in der Schokolade gerührt habe, heiße Schokolade während des Konzertes und Sahne aufgeschäumt habe und was weiß ich noch alles. Also so, dass mein Publikum sich wohlfühlt und das Gefühl hat, es ist ein richtiges, geiles Schokoladenkonzert. Und ja, es war aber auch natürlich für mich der pure Wahnsinn, zu singen und Schokolade herzustellen oder zumindest dann noch ans Publikum zu fahren. Also ich habe also diesen Schokopart ganz am Anfang ganz alleine gemacht und hatte mir dann später einen Schauspieler gesucht, weil ich schon dann nach dem ersten Mal schon der Meinung war, oh mein Gott, so geht das nicht nochmal. Und dann kam Christian Vogte aus Lippstadt und hat gesagt, ey, Christina, das ist so geil, das Programm, aber ein echter Schokoladier wäre schon mal gut, wenn da jemand aus dem Publikum eine Frage stellt und was zum Thema Schokolade wissen will. Und ja, und so kam dann praktisch die Partnerschaft auch mit Peters zustande und es wurde nur noch schöner. Christina, wir machen nochmal Musik. Schön. Und gleich geht's weiter. Ja. Eine Frage stelle ich jedem meiner Gäste, weil ich nämlich eigentlich fürchterlich neugierig bin. Okay. Und bei dir muss ich die irgendwie so ein bisschen umdrehen. Denn die Frage, die ich sonst immer stelle, ist, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, wer wäre das und warum? Jetzt weiß ich ja von dir, dass du seit Anfang des Jahres auch ganz tolle Menschen im Interview hast für die Landeswelle Thüringen und hast da auch schon ganz viele getroffen. Ja. Wer war da so bei und wer wäre denn noch so ein Wunschkandidat? Ja, wir haben das Samstagsfrühstück, was ich seit Februar moderiere, wo ich wirklich von Silbermond, Revolverheld, Nico Santos, Gott, wer war noch alles? Fury in the Slaughterhouse. Also wirklich die Creme de la Creme der deutschen Rock- und Popmusik, die waren bei mir zu Gast. Es waren, also ich muss sagen, es gab so ein paar überraschende Gäste, die mich wirklich menschlich umgehauen haben und wo ich gesagt habe, wow, also die waren nicht nur professionell und sehr freundlich und sehr sympathisch, sondern die waren wirklich menschlich so, dass du gesagt hast, irre. Das sind die, genau deswegen weiß man, dass die erfolgreich sind, weil die immer so authentisch und so einfach wunderbar sind. Die haben einfach noch Grips im Kopf und die sind toll. Und der erste, das war auch einer meiner relativ ersten Gäste, das war Norbert Leisegang von Keimzeit. Das war, der Typ ist so irre entspannt und so obercool und lässig und einfach, ich weiß nicht, ich habe den gefragt, ja, was möchtest du denn eigentlich jetzt zum Frühstück? Ist ja ein Samstagsfrühstück, die Sendung. Und er sagte, oh, ein Brötchen und das in seinem coolen Norbert Leisegang Singsang und Marmelade. Und da habe ich gefragt, ja, und andere Künstler, erzähl mir was von Interfall fast und so, da ist der fast vom Sessel gefallen vor Lachen. Also es war wirklich, der war wirklich super cool und wen ich ganz frisch im Interview hatte, das war Peter Freudenthaler von Fool's Garden, kennen wir alle, Lemon Tree und so weiter, Wild Days vor 30 Jahren hatten die diese großen Hits und da muss ich sagen, das war wirklich super faszinierend, was er, wie wir da philosophiert haben. Nicht nur über das Frühstück, über Musik, über die Welt, über Freiheit, über, also wirklich so Themen, auf die ich ihn jetzt gar nicht unbedingt geschubst habe, die einfach im Gespräch aufkamen und die einfach, die er so, wo er so tolle Ansichten hatte, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist wirklich ein Typ, der würde sogar mit anpacken, wenn Not am Mann ist und so weiter. Also der war wirklich toll. Wen ich eventuell noch mal im Frühstück gern hätte an Künstlern. Ich habe ja aus der deutschen
Liga. Ich habe gesagt, ich möchte eine Musiksendung machen, wo wir deutsche Künstler porträtieren. Aber ich würde auch gerne mal, wie soll ich sagen, doch nochmal über den Tellerrand hinausgehen. Ich würde gerne mal Bruce Springsteen oder Art Garfunkel oder Paul Simon oder ja, oder auch mal Pink. Ja, also schon noch ein bisschen internationaler, da mal Gespräche führen, einfach mal hören, was die so sagen, ob die, wie die so drauf sind. Ich habe gelesen, dass du dich auch in sozialen Projekten engagierst und sowas finde ich immer total klasse, wenn Menschen für Menschen, mit Menschen was tun. Ich habe da ganz fürchterlich leuchtende Augen auf deiner Homepage gesehen von Kindern, die in der Grundschule Musik machen. Und da ist mir ja direkt das Herz aufgegangen. Was ist das für eine tolle Idee? Also ich muss sagen, wir sind ja als Musiker wirklich die letzten 10 Jahre auf Dauertour gewesen. Wir haben über 100 Konzerte manchmal im Jahr gespielt. Und vor einigen Jahren, also vielleicht vor 3, 4 Jahren, saß ich mit meinen Jungs zusammen backstage und habe zu denen gesagt, ey, wenn ich jetzt hier mit unseren Fans rede und so weiter, es kommen ja auch viele Kinder ins Konzert und so weiter. Und da kommen Mütter mit ihren Töchtern an und sagen, ja, Christina, die kleine Julia hier oder was weiß ich, wie sie auch alle heißen, die kleinen Mädchen, sie möchte jetzt berühmt werden. Was kann man denn da tun? Oh. Und da sage ich, naja, also mit was möchte sie denn berühmt werden? Und dann die Mutter da so ein bisschen ins Stocken. Und dann sage ich, naja, also man muss schon irgendwas machen, also ein Lied singen oder man muss vielleicht auch ein Faible für, keine Ahnung, als Comedian haben oder wie auch immer. Also ich habe festgestellt, dass dann gab es später nochmal, als ich mit dem Zug zu einem Konzert gefahren bin, habe ich ein Gespräch mitbekommen zwischen 2 Studentinnen, die sich über Musik unterhalten haben. Und da habe ich das zweite Mal so eine Initialzündung gehabt, wo ich dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass viele junge Menschen gar nicht mehr wissen, wie man eigentlich dass man eigentlich ein Instrument lernen sollte, um vielleicht Musik zu machen. Und Gitarrenmusik, das ist die Musik der Eltern. Und ich habe dann, wie gesagt, mit der Band drüber gesprochen und die haben gesagt, ja, die Erfahrung machen sie auch. Aber es gibt natürlich bei Kindern diese Begeisterungsfähigkeit und wenn die was Neues entdecken und wenn die was erleben, was sie glücklich macht, dann gehen die mit bestimmten Dingen ganz anders um. Und so habe ich dann tatsächlich, wir haben in den letzten Jahren immer schon auch Anfragen bekommen, ob wir auch mal in der Schule ein Konzert geben können und so weiter. Mhm. Und mir war das nie genug. Oder ob ich mal als Musikerin einfach vorbeikomme mit meiner Gitarre und da mal was singe und dann wieder gehe. Und das war mir aber alles nie so richtig... ich wollte da mehr draus machen. Und dann hast du alle mitgenommen, deine ganze Gang, oder? Genau, so ist es. Und dann habe ich gesagt, wir spielen mit den Kindern ein Konzert. Und wir haben sozusagen 400 Schüler einen ganzen Tag mit Musik und mit der Herstellung eines Konzertes, in Anführungsstrichen, beschäftigt. Also es war wirklich eine komplette Veranstaltungsinfrastruktur, Kulturinfrastruktur in dieser Schule entstanden. Und und wir haben tatsächlich von der ersten bis zur letzten Sekunde sämtliche Zeitpläne eingehalten. Wir haben mit den Kindern 2 unglaublich grandiose Schulkonzerte gespielt. Wow, ich krieg Gänsehaut. Und ich hatte tatsächlich danach noch nie, also wirklich in meinem ganzen Leben noch nie so viel Antwort und Reaktion von den Eltern, aber auch von den Schülern. Ach ja, es war einfach nur, ich kann immer noch davon zehren und das zeigt eigentlich auch, wie schön und inspirierend das für alle war. Anstrengend, aber inspirierend. Win-win. Win-win, absolut, genau. Eine Frage habe ich noch, die ich in jeder meiner Sendungen stelle. Und das ist immer nach dem Lieblingszitat. Was ist das Lieblingszitat von Christina Rommel? Ich hab tatsächlich mal ein Zitat geprägt, was ich auch seit 10 Jahren, ich glaube, auf Facebook und auf allen Kanälen bei mir kommuniziere. Und das heißt, am Ende wird alles gut, wenn es aus Schokolade ist. Und
Ja, und das ist eigentlich so ein Satz, den ich lange mit mir getragen habe. Ich glaube, egal was man im Leben für sich so als seine Insel oder als sein Goodie erkennt, ob das ein schönes Buch ist, ob das ein Stück Schokolade ist oder irgendwas anderes. Am Ende wird es ja, also glaube ich zumindest fest daran, dass wir alle ganz viel Gutes in uns haben und dass wir auch alles dafür tun werden, dass es uns und unseren Liebsten und allen um uns herum auch gut geht. Also von daher, am Ende wird alles gut, wenn es aus Schokolade ist, ist tatsächlich so eine Maxime, die ich jeden Tag eigentlich unterschreiben kann. Ja, genau. Ach, ja. Ich hoffe, wir beide konnten durch unser Schwätzchen dich ein bisschen näher vorstellen, die Leute heute Abend an diesem Adventsabend ganz gut unterhalten. Und so ist für uns jetzt auch schon die Runde gekommen, wo wir uns verabschieden müssen. Christina, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich grinse von einem Ohr bis zum anderen. Aber Anja, ich habe noch was. Ich glaube, wir haben in Vorbereitung zwar nicht über diesen Song gesprochen, aber ich glaube, der würde an so einem Adventsabend sehr, sehr gut passen. Mhm. Da geht es um einen Schokoladenweihnachtsmann. Also der Song geht so. Mir wird ganz heiß, denke ich jetzt dran. Heute Nacht vernasche ich einen Weihnachtsmann. Ich zelebriere ihn, solange ich kann. Heute Nacht vernasche ich einen Weihnachtsmann. Am Ende des Songs wird es natürlich auch gelöst, dass es um einen Schokoladenweihnachtsmann geht. Aber das ist, glaube ich, falls noch jemand schon eingekauft hat und vielleicht so einen Hohlkörper stehen hat, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt dafür. Aber Nikolaus ist natürlich erst in ein paar Tagen. Aber Nikolaus, man könnte ja schon mal dran knabbern. Genau. Toll, vielen Dank. Ja, danke dir. Nacht vernasche ich nen Weihnachtsmann.